Hallo, mal wieder. Work and Travel Podcast. Tag 1. Eins. Ja. Was gibt's zu sagen? Ich bin total sprachlos. Warum? Seht ihr hier? Das ist wohl ziemlich das Geilste. Hätte ich nie gedacht, dass man innerhalb von einem Tag, wenn man von Sydney wegfährt, schon an so geile Strände kommt. Das ist echt unglaublich. Und es ist zwar arschkalt, aber einfach nur wunderschön. Die Gruppe ist auch total lustig. Und wir sind jetzt auf dem Campingplatz. Ich liege in meinem Zelt, deswegen ist auch so arschdunkel hier. Deswegen seht ihr auch mich fast nicht. Und ich weiß nicht, wann ich Internet haben werde, deswegen auch keine Ahnung, ob die Folge zeitnah online kommt. Egal. Guckt euch so lange einfach mal die paar Bilder bzw. Videos von der Fahrt und vom Campingplatz an und genießt's. Und gute Nacht. Ich bin nämlich arschmüde. Heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden, eine Stunde gepennt, zu lang geskypt mit jemand ganz bestimmten. Und ja, sonst macht's gut. Ciao. Schönen guten Morgen, Work and Travel Podcast, mal wieder Tag 2. Morgens 5:30, halb 7, Entschuldigung, arschkalt, aber wunderschön. Ich meine, wie ich so oft sage, schaut's euch an. Das ist unser Campingplatz. Hier wird nicht geschlafen. Es ist echt arschkalt gewesen, aber hat sich gelohnt. Ich meine, bei dem Sonnenaufgang. Wow. Mal schauen, was Tag 2 bringt. Und naja, wie immer, ihr seid mit dabei. Ich gehe jetzt mein Zelt ab. Dann eben hier ein bisschen rumfährt in der Landschaft. Wir kommen immer näher Richtung Byron Bay. Sieht echt geil aus hier. Super. Oh Gott, ich bin so froh, dass ich den Job von hier gelaufen bin.
I'm in Miami Beach. Drink all day, play all night. Let's get it popping. I'm in Miami Beach. Everybody on smash. Hands in the air. I'm feeling on the ass. Like a nigga don't care. Like a nigga don't care. I got a. Ja, wie der Song schon sagt, I'm in Miami, bitch. So fühle ich mich gerade. Das ist der absolute Hammer. Ich sitze jetzt gerade am Strand, direkt neben unserem Camp. Im Hintergrund sieht das vielleicht. Da bauen wir unsere Zelte auf. Und ja, hier fliegen überall Helikopter rum, Jetskis, Schnellboote. Schaut euch an. Ich sollte mir Schaut euch an abgewöhnen. Da hinten ist die Skyline von Golden Coast. Als wir hier reingefahren sind, das erste, was du siehst, ist sehr viele Wasserstraßen. So wie in Miami eigentlich, wirklich echt wie in Miami. Mit Häusern dran, da hat jedes Haus seinen eigenen Bootsteg. Und ja, wie gesagt, wir sind jetzt direkt hier am Meer. Haben unser Camp aufgeschlagen. Für heute Nacht, morgen früh geht es in den australischen Zoo. Wird auch sicher lustig und gibt bestimmt ein paar coole Aufnahmen hin. Ja, ich genieße noch den Tag. Ich hoffe, euch gefällt die Folge von meinem, die erste Folge aus meinem Trip. Wirklich besser könnte es nicht sein. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich den Job habe. Ich genieße jetzt noch das schöne Wetter, wünsche euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag und ciao. Ha ha ha.